In diesem Video erfährst du ganz genau, was du gegen Müdigkeit nach der Schule tun kannst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir darüber, was du tun kannst, wenn du nach um 15 Uhr, um 16 Uhr, 17 Uhr, vielleicht sogar um 18 Uhr von der Schule nach Hause kommst und dann merkst so, ich bin fertig mit der Welt, ich habe gar keinen Bock mehr auf irgendwas, ich will nur noch pennen, noch an meinem Handy chillen, Netflix schauen und so weiter, und ich weiß ganz genau, ich habe noch so viele Dinge auf und ich habe keine Ahnung, wie ich die alles schaffen soll. Ja, darum geht es in diesem Video. Deswegen schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr so eine Person seid, die so sagt, so, boah, ey, ohne Spaß. Ich von der Schule heimkommen, so gerade an längeren Tagen. Ciao, Kakao mit mir. Ich bin bereit für die Tonne. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Denn das ist eine riesen Sache. Ja, merke ich bei unseren Coaching-Teilnehmern. Wenn du hast halt in der Schulwoche, hast du halt das Wochenende, ja, da kann man immer ganz gut was machen, aber oftmals muss ja gerade so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag viele Dinge einfach unter der Woche für den nächsten Tag, für den übernächsten Tag schaffen, und hast halt nur die Zeit nach der Schule noch, und wenn du halt dann schon um 17 Uhr oder so erst heimkommst, dann ist natürlich nicht viel Zeit, und wenn dann von dieser Zeit noch Zeit dafür verloren geht, dass du nach der Schule müde bist, dich nicht motivieren kannst, 2-3 Stunden irgendwie am Handy bist, Netflix, was auch immer, dann ist es natürlich schwierig, irgendwie auch dich gut zu fühlen und vor allem natürlich auch die Noten zu schreiben, die du gerne schreiben wirst. Deswegen in diesem Video ist die konkreten Tipps, was du dagegen tun kannst. Ja, der allererste wichtige Punkt, den du immer tun solltest, ist, dass du im allerersten Moment mal Verständnis für dich und deinen Körper haben solltest. Weil was ich ganz oft merke, ist, dass wenn so jemand frisch als Teilnehmer in so Coaching kommt, dass er so das Gefühl hat, oh, ich darf nicht müde sein. Ja, ich muss wach sein, ich muss mehr machen und so weiter. Und dadurch arbeitet man dann noch ewig lang, bis die Nacht ist, am nächsten Tag noch müder, und es wird immer nur schlimmer. Der Punkt ist der, wenn du von der Schule heimkommst, ja, ist es nicht nur so, dass du grundsätzlich schon erstmal vielleicht einen langen Tag hinter dir hast, sondern vor allem auch, es wurde dir die ganze Zeit etwas erzählt. Und ihr kennt es vielleicht, wenn ihr abends zum Beispiel vorm Fernseher liegt oder am Handy seid oder Netflix schaut und so weiter, wenn uns so Dinge berieseln, das macht extrem müde. Und die Schule, wie oftmals der Unterricht abläuft, ist leider genauso. Ja, Lehrer steht vorne, erzählt. Du schreibst vielleicht im besten Fall noch mit. Ja, aber es ist wirklich so nach dem Motto. Und gerade wenn du zum Beispiel sowas wie Kunst oder Religion oder Sport ist immer noch eine gute Sache. Es gibt oft gerade am Nachmittag so Fächer, wo die vielleicht von Seiten der Schule als nicht so wichtig geachtet werden, dann nach hinten verschoben werden. Eben so Nebenfächer sind, wo vielleicht die Lehrer auch ewig lang reden, denkst du so, ey, hol mich hier raus. Ja, das heißt, du bist schon so richtig eingelullt in diese Müdigkeit, und dann fährst du heim, vielleicht ein Bus, Fahrrad, Fuß, Auto, je nachdem, und dann kommst du heim, bist eigentlich noch so, pff. Hab dafür erstmal Verständnis. Ja, weil wenn du dann dir sagst, na, ich muss weiter pushen und so weiter, das ist so wie, als hast du irgendein Bedürfnis und du missachtest es einfach komplett. Ja, und unser Körper, unser Gehirn ist eigentlich nicht darauf ausgerichtet, dass irgendwelche Bedürfnisse, also Bedürfnisse sind ja da, um gestillt zu werden. Ja, wenn du Hunger hast, dann kannst du natürlich sagen, nein, ich bin nicht hungrig. So, es wird dir nur schlimmer werden. Ja, das gleiche auch mit Schlaf, du kannst sagen, nein, ich bin nicht müde, ich bleibe jetzt wach, und du bist immer, ich bleibe, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, wenn du merkst, hey, du bist nach der Schule müde, dann geh gerne diesen Impuls auch erstmal nach. Zum Beispiel mach einen Powernap, wenn das für dich funktioniert. Ja, wenn du zum Beispiel nach dem Powernap dann noch müder bist, kann es nicht so sinnvoll sein. Aber was meiner Meinung nach eine sehr gute Strategie ist, zum Beispiel erst einen Powernap zu machen. Ja, das heißt, bedeutet, du legst dich einfach kurz für 23, 22, 24, 25 Minuten schlafen. Ja, relativ kurz. Aber trotzdem fühlst du dich nach meistens wirklich wesentlich ausgeruhter. Und wenn du dann ein bisschen Yoga machst, spazieren gehst, eine kalte Dusche, vielleicht auch eine normale Dusche machst, wie auch immer, und du dann wieder frisch bist, dann ist das eigentlich das Ideale, was du nach der Schule machen kannst. Weil im ersten Moment akzeptierst du, dass du müde bist. Ja, legst vielleicht kurz hin, du musst auch gar nicht wirklich schlafen. Kannst ja auch nur 15 Minuten einfach nur kurz auf der Couch chillen. Vielleicht nicht am Handy. Hör ein bisschen Musik, entspann dich, döse ein bisschen, denkst du so. Und wenn du dann danach eine Aktivität machst, die dich irgendwie wieder pusht, vielleicht pushende Musik hast, ja, vielleicht ein bisschen Sport machst, egal was es ist. Ja, du kannst auch Sport machen und dann zum Beispiel eine Dusche und dann setzt du dich wieder an die Hausaufgaben. Irgendwas, was dich wieder reaktiviert. Dann schaffst du eigentlich genau die beiden wichtigen Punkte. Im ersten Moment gehst du dem Bedürfnis nach, ja,
Und im zweiten Moment pushe dich aber auch wieder ein bisschen wieder wacher, um dich dann eben auch an die Hausaufgaben zu setzen. Das ist der eine Weg, den du gehen kannst. Der andere Weg, ja, das mag jetzt ein bisschen widersprüchlich klingen, aber da habe ich einfach mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass da jeder ein bisschen anders tickt. Der eine sagt, hey, Powernap bringt voll viel für mich. Der andere sagt, ey, komme ich gar nicht damit klar. Für viele von euch kann ich euch empfehlen, versucht einfach euch auch nach der Schule ohne irgendeine Pause direkt hinzusetzen, einfach alles sofort wegzuarbeiten und dann am Abend zu chillen. Ja, nur wichtig ist dann für diejenigen von euch, dann direkt die Hausaufgaben auch machen, dass ihr da dann wirklich halt auch am Abend wirklich auch Freizeit habt. Ja, dass ihr euch da entspannen könnt, dass ihr da wirklich runterkommt, weil ansonsten wird euch das alles zu viel werden. Deswegen, das könnt ihr nutzen, um mich eben da nach der Schule besser zu aktivieren. Wenn du ansonsten merkst, hey, es gibt irgendwie voll viele Kleinigkeiten, Details in deinem Alltag, oder gibt es sicherlich viele davon, auch wenn sie dir vielleicht noch nicht bewusst sind, wo du merkst, hey, da würde ich irgendwie gerne wissen, was kann man da besser machen. Ja, keine Ahnung, wenn du sagst, du kommst morgens nicht aus dem Bett, wenn du gerne mal eine Morgenroutine hättest, wenn du vielleicht auch nicht genau weißt, wie kannst du abends endlich mal aufhören, die ganze Zeit noch länger zu sein, noch länger in die Nacht rein, endlich mal auch zu wissen, wann ist es denn genug, mal so und so viel gelernt zu haben, dann bewerb dich sehr gerne bei uns auf unser Traumabitur-Coaching. Da zeige ich dir genau alle Punkte im Detail, da kannst du mir jede einzelne Frage stellen, um wirklich auch für dich selbst dein Zielnotenschnitt zu erreichen, das vor allem auf eine schöne, positive Art, ohne Stress, ohne Druck, ohne Angst vor den Klausuren und einfach wirklich auch auf eine Art und Weise, die dir selbst Spaß macht, mit die dich motivieren wird und wodurch du dann eben wirklich auch langfristig genau auch die Leistung abrufen kannst, die du dir eben wünschst, um dann wirklich stolz auf dich zu sein, um alle Türen für dich offen zu haben und natürlich auch, um vor allem dein Wunschstudium dann später auch wirklich mal angehen zu können. Deswegen, wenn du da dabei sein möchtest, erster Link in der YouTube-Beschreibung, da kannst du dich einfach bewerben oder du klickst auf den Link im allerersten angepinnten Kommentar unterhalb dieses Videos und dann spricht mein Team mit dir und schauen, wo stehst du, wo möchtest du hin, wie können wir dir konkret weiterhelfen und dann sehen wir beide uns vielleicht schon sehr bald im Coaching. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich, wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.